So, ihr mögt Unboxing und Uhren. Ich mag Uhren, also mache ich für euch ein Unboxing. Mal schauen, was heute Gutes reingekommen ist. Das Ding ist so verklebt, dass ich noch keine Ahnung habe, wo hier der Deckel tatsächlich aufgeht. Wahrscheinlich, da haben wir es. So. Ja, das Ganze hier ist im Prinzip der Folgeschaden meines Videos über Mühleglashütte. Und ihr könnt sehen, so wie es sich gehört, gut verpackt. Ich hatte nach der Uhr gesucht und habe sie dann gefunden zu einem wirklich guten Preis. Listenpreis 1000 Euro. Die Uhr war ausgestellt mit 890. Ich habe den Gegenvorschlag mit 850 gemacht und den Zuschlag bekommen. Und hier ist sie. Es handelt sich um die Panova Grau mit dem NATO-Band. Ja, super klasse, gefällt mir echt mega gut. Das Band ist nicht so dick, eine schöne Schließe dran, Mühle signiert. Ich zeige euch das Ganze jetzt noch mal ein kleines bisschen näher. Dafür muss das Ganze ein kleines bisschen runter. Rappel, 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 rappel. So, und jetzt sind wir ein bisschen näher dran. Und ich kann euch die Box noch mal zeigen. Schöne Box. Verklebt. Kissen drin. Alles wie es sich gehört. Prima, wunderbar. Oh, schön gemacht. Das Booklet hat im Umkarton ein eigenes Fach. Finde ich auch ziemlich gut. Habe ich auch so in der Art noch nicht gesehen. Sehr schön gemacht. Serviceheft, alles was dazugehört und natürlich die Uhr selber. Packen wir sie auch direkt mal an den Arm, um zu gucken, wie sie aussieht. Also gefällt mir echt richtig gut. Gefällt mir echt richtig gut. Hier die G-Shock Casio Oak am Arm und jetzt kommt hier die Panova an den Arm und damit beginnt dann auch mein One Week on the Wrist mit dieser Uhr. Das ist ein Zulu-Band von der Idee her. Ihr könnt das hier an den dicken Ringen sehen, aber von der Dicke, vom Tragekomfort vorher ist es eher ein NATO. Echt schön gemacht, wunderschöne Uhr, herrliches Lichtspiel, gut ablesbar, sitzt gut an meinem Arm. Ich freue mich drauf. Review wird heute abgedreht. One Week on the Wrist hat heute begonnen. Freut euch drauf.